Hallo und herzlich willkommen zusammen. Mein Name ist Shalia Stevens von ShaliaStevens.com und heute sitze ich hier zusammen virtuell von Frankfurt in Richtung München, gell? Und zwar mit Susanne Keck. Und Susanne, wir werden heute über deinen Weg in letzter Zeit, in den letzten 3 Monaten heute sprechen. Und ich habe gedacht, vielleicht könntest du dich kurz vorstellen an den Zuhörern, sagen, wer du bist, wo du lebst, mit wem du zusammenarbeitest und wie du ihnen hilfst letztendlich. Mein Name ist Susanne Keck und ich bin Diplompsychologin, ein ausgebildeter Coach und Therapeutin. Und habe eine eigene Praxis, in der ich Menschen helfe, die in Schwierigkeiten geraten sind und bevor ich mit dir zusammengearbeitet habe, eher zielgruppenfrei. Also eher so, ach, zu mir können doch alle kommen. Und Freestyle so, sozusagen. Weil mir das ist es ein bisschen wenig, so immer in der Praxis zu sitzen und da kommt so einer nach dem anderen, mache ich auch seit Jahren schon viel Seminare. Also ich mache selber eine Therapie, also bilde aus in Therapie und in verschiedenen Therapierichtungen, The Work of Byron Katie, systemische Therapie. Und das finde ich schön, also mit Gruppen auch zu arbeiten, denen sowas beizubringen. Ja, das mache ich so. Ja, du bist eine vielbegabte und viel erfahrene Frau, gell? Und wir haben einiges festgestellt und heute haben wir das im Vorgespräch auch gesagt und darüber sehr uns gefreut, nämlich du bist in einer schöpferischen Phase und ich habe das gemerkt, als du zu mir gekommen bist, am 29. Januar war das, also kaum 2 Monate her. Und wir hatten das Ziel, gemeinsam vor Ort an deiner Zielgruppe zu arbeiten, an deiner Positionierung. Und da ist wie ein Knoten geplatzt auf eine gewisse Weise. Ja. Und seitdem erlebe ich dich, als wärst du kaum aufzuhalten mit deinen inneren Ideen, die du hast zu diesen ganzen Themen. Und ich wollte mit dir einfach darüber sprechen, wie es war für dich, vorher in diesem Freestyle-Bereich, irgendwie alle können zu mir kommen, ohne Zielgruppe unterwegs zu sein. Mhm. Und was sich verändert hat an dem Tag, wie du so klar vor dir hattest, was deine Zielgruppe ist, was deine Positionierung ist. Mhm. Also ich kann mich erinnern, dass das schon jahrelang immer Thema war und dass, wenn ich mit Leuten über Marketing oder Werbung gesprochen habe, dass Menschen, die sich damit auskennen, immer zu mir gesagt haben, Susanne, du brauchst eine Zielgruppe, du brauchst, und ich habe das als so quälend empfunden. Ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Irgendwie hatte ich so den Eindruck, mir hat noch niemand die richtigen Fragen gestellt. Und ich fand das immer so quälend für mich, das zu wissen. Und dann natürlich auch so die Ängste, ja, wenn ich mich auf eine Zielgruppe konzentriere, dann verliere ich mein Geschäft. Ja, ich muss doch offen für alles sein. Also wenn man so als Alleinselbstständiger, dass man dann Ängste auch irgendwie kriegt. Und das war dann halt so wischiwaschi. Ich habe dann halt oft so einfach zu vielen Dingen dann auch Ja gesagt. Einfach, ich dachte, okay, ich brauche ja auch Geld und ich bin ja offen für alle. Ja. Aber das ist so, irgendwie ist das dann so unbefriedigend, ja. Und dann habe ich auch oft so Mühe gehabt, so mein eigenes zu finden. Das war ja auch so ein ganz großes Thema, noch so im letzten Jahr immer so dieses, mich mehr darauf zu konzentrieren, dass ich Teil von einem Team sein kann oder mit Leuten zusammenarbeiten kann und dann immer so gedacht habe, naja, ich kann ja alles. Ja. Also dann, ich bin ja anpassungsfähig und dann irgendwann so gemerkt habe, das nützt nichts, ich muss einfach meins machen. Ja, und das war eine deiner Kernfragen, gell? Ich kann mich erinnern, wie du zu dem Kennenlerngespräch, der das erste Mal gekommen bist, du hast gesagt auch, ich möchte meins finden, wofür ich stehe, also meine ganze Methodenkompetenz, aber auch meine Persönlichkeit, alles, was ich bringe in eine Beziehung zu meinem Kunden, dass ich das irgendwie identifizieren kann und festhalten kann. Ja. Und mich nicht definieren über entweder ich bin Teil eines Teams oder ich repräsentiere eine Methode. Ich habe auch oft dann versucht zu vermarkten über ich mache diese und diese und diese Methode. Und das ist auch mal, das machen ja viele. Ja. Ja. Viele sind systemische Therapeuten, gibt es wie Sand am Meer. Also das ist nicht was, was irgendwie sagt auch den meisten Menschen. Ja, genau. Ja, und ich kann mich erinnern, wo du zum VIP-Halbtag gekommen bist, nachdem wir einen Kaffee getrunken haben mit Martina Tatli, die ebenfalls am Vormittag da war, gell?
Und du hast dich voller Vertrauen hingesetzt und gleichzeitig auch gesagt, ich habe das so oft probiert hinzubekommen, aber ich habe es nicht hinbekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich heute damit nach Hause gehe. Und doch, kannst du dich erinnern, dass du Ja. das gesagt hast? Naja, aber irgendwie habe ich es natürlich schon geglaubt, sonst wäre ich ja nicht den Weichen gekommen. Ich konnte es mir halt einfach, ich habe mich einfach hingegeben und mir gedacht, ich habe keine Ahnung, wie das jetzt funktionieren soll, aber ich glaube irgendwie, dass es funktionieren wird. Ja, und dann hat es auch geklappt. Und ich kann mich genau erinnern an, es war irgendwie so nach, wir waren 4 Stunden zusammengesessen, ich glaube, es war nach der 2. Stunde spätestens, da hattest du alles, du hattest das alles auf Papier gebracht, das war total klar. Und dann ist wie was passiert, plötzlich hast du begonnen zu sagen, aha, wenn das meine Zielgruppe ist, dann kann ich das und das und das mit denen machen und das und in der Reihenfolge. Erzähl mir von diesem Effekt, der bei dir ausgelöst wurde, als diese Klarheit da war. Ja, ich hatte ja irgendwie so die Idee, die sich dann ja auch bewahrheitet hat, dass ich mir dachte, ich brauche jemanden, dem ich vertraue und der mir einfach die richtigen Fragen stellt. Ich habe schon dran geglaubt, dass es das irgendwo in mir drin ist. Und irgendwie habe ich dich einfach erkannt, so als den Menschen, von dem ich gefragt werden will. Ja. Zu sagen, dann hast du mich einfach gefragt und dann war es eben auch so, dass es dann irgendwann einfach rauskam. Und ich habe mich dann danach gefragt, warum ist mir das eigentlich nicht schon viel früher klar gewesen, aber gut, es ist eine müßige Frage, nur es war eigentlich so offensichtlich, wenn einem dann mal die Ja. richtige Person die richtigen Fragen stellt. Ja. Und vielleicht auch zum richtigen Zeitpunkt, ne? Das ist ja vielleicht auch irgendwann, ist es reif, das Obst sozusagen. Ja. Und dann einfach die so denken, naja, aber ich meine, so neu war es jetzt auch nicht. Also, dass ich Nein. gern mit Leuten arbeite, die eben wirklich in der Krise stecken, dass das für mich eine Herausforderung ist. Also wirklich zu sagen, das ist ein existenzieller Moment. Das finde ich einfach spannend und ich kenne solche Momente halt auch. Aber ich fand das dann danach so irre, dass ich mir dachte, es war jetzt gar nicht so schwer eigentlich. Ja, es ist eigentlich selten schwer oder ich habe es selten schwer erlebt und meine Erfahrung ist auch, es steckt immer in dem Gegenüber und wie du sagtest, es möchte einfach einerseits herausgekitzelt werden und es möchte auch detailliert betrachtet werden, weil viele Coaches arbeiten mit Menschen in der Krise, aber was wir getan haben, ist, wir haben wirklich die Details zu dieser Krisensituation aufs Papier gebracht, also welche Art von Krisen genau, beispielhaft und auch die Gefühle, die damit einhergehen und die Herausforderungen, die damit verbunden sind und all diese Dinge, sodass du absolute Klarheit darüber hast, wie sieht es aus bei deinem idealen Kunden in seinem oder ihrem Gefühlswert in der Welt und wie kann man diese Personen ansprechen. Und was ich so schön finde, ist dann, ja, wie soll man das sagen? Also wenn du plötzlich diese Person so klar vor dir hast, wo vielleicht vorher es war da, aber es war irgendwie abstrakt im Kopf herumgeschwirrt und dann plötzlich steht es da schwarz auf weiß. Oder wie ist dir damit ergangen? Nee, ich fand halt die Herangehensweise gut, einfach vom Wunschkundenprofil auszugehen, also nicht von sich selber praktisch auszugehen, für wen bin ich der ideale Therapeut oder Coach, sondern sagen, was ist mein idealer Kunde? Das ist ja vielleicht auch was man sich so nie fragt, ja. weil man nicht davon ausgeht. Darf ich mich das eigentlich fragen? Also ja. darf ich mich eigentlich mal fragen, was ist mein idealer Kunde? Ich muss mich ja eher fragen, für wen bin ich der ideale Partner ja. oder Dienstleister? Ja. Und das war für mich so, also einfach sagen, okay, was ist mein idealer Kunde? Also auch so mit dem Hintergrund, wo bin ich so at my best. Ja, yeah, well, yeah, yeah. Ich, yeah. Wo ich sage, da bin ich am besten. Das kam ja dann so raus. Und das fand ich so toll. Also, dass dieses Kundenprofil ist ja keine, sagen wir mal, absurde Sache, dass man denkt, ach, jetzt fängst du an, dir zu überlegen, wer deine idealen Kunden sind. Das könnte ja auch so ein bisschen komisch wirken, zu also sagen, nee, aber wenn ich meinen idealen Kunden habe, dann sind das die Leute, denen ich am meisten geben kann. Oh ja, ich kriege eine total Ganzkörpergänsehaut, wenn du das sagst, auf eine positive Art und Weise. Das ist es ja, weißt du, weil genau wie du sagst, es ist also, wenn wir
wenn wir erkennen, mit wem wir am besten zusammenarbeiten, dann, dann drehen wir zu unserer Höchstleistung auf. Ja. Und wir können die höchste Transformation für unseren Kunden auch dadurch erzeugen. Und das ist das Schöne. Und wenn man sich diese Frage stellt, und das sieht man dort, ist es auch manchmal dann eine Sache von Bestätigung. Also, weil, kannst du dich erinnern an unseren VIP-Halbtag? Du hast gesagt, ja, schau dir, wie du eben gesagt hast, das ist eigentlich gar nicht so neu, aber auch diese Bestätigung, ich darf mit diesen Personen auch gerne arbeiten wollen und genau diese nur ansprechen und auch, dass jemand anders dir sagt, ja, sie sind da draußen und die sind auch, ist es auch möglich, sie anzusprechen oder wie ging es dir dabei? Ich war da dann plötzlich total überzeugt davon. Also das war wie so eine Erlaubnis, einfach zu sagen, Mai, mach doch einfach das, was du am besten kannst. Ja. Und dann kam ja erst dieses Wunschkundenprofil und dann ja auch noch so diese Unique Brilliance, wo dann noch rauskam, okay, diese ganze technische Komponente, also das als online unterstütztes Programm zu machen, was ja auch total in mir steckt. Total. Dass das plötzlich mir so klar war, wow, ich kann das alles zusammen machen. Ja. Ich kann nur noch das machen, was ich gerne mache. Ja. Und es ist auch noch total wahrscheinlich, dass ich damit dann auch Geld verdienen kann. Also das ist dann keine so eine, sagen, naja, vielleicht ein bisschen ein teures Hobby oder so, sondern total klar, dass das auch wirtschaftlich funktionieren wird, weil da draußen Leute sind, die genau sowas wollen. Ja. Und das war so für mich so, wo ich mir denke, ach, das wünsche ich so jedem, ja, dass das einfach so klar wird, du darfst es machen. Ja. Was du am besten kannst und am liebsten machst. Ja. Du musst nur einfach einen Weg finden, wie das irgendwie zusammenpasst. Ja. Und dann, ja, es ist, man muss nicht was machen, was man nicht machen, was man nicht kann oder ungern tut. Ja, und das ist immer. Ist dauernd, also nicht so viel. Vielleicht manchmal schon, aber nicht. Ja, und das, was du sagst, ist das Verrückte ist, es geht auch. Manche orientieren sich eher am Markt. Also, was machen andere oder was, glaube ich, sind die Menschen, die zahlen werden? Und man geht teilweise in diese Richtung und die merken, ja, das geht auch. Aber nach einer Zeit fühlen sie sich einfach unzufrieden auch mit dem, gell? Und weil man irgendwo in einem Bereich unterwegs ist, wo man eben nicht auf seine Brilliance ist und wo man sich mit seinem ganz einzigartigen Sein mit einbringen kann. Und ja, wichtig ist zu wissen, und das sagst du gerade, man kann mit seinem Herz beginnen. Und man kann nachträglich prüfen, ist das wirtschaftlich sinnvoll, was ich mir wünsche, und diesen Abgleich machen. Und man muss nicht eben anders herumgehen, gell? Nee, also ich meine, manche müssen es vielleicht so machen oder wollen es irgendwie so machen, aber mir war klar, dass ich das nicht will und dass du da die richtige Ansprechpartnerin bist. Ja, also wenn es darum geht, weil ich dich halt auch als sehr authentisch erlebe. Also ich möchte auch authentisch sein. Ich möchte ja eben nicht mehr irgendwie Sachen machen, nur weil ich denke, das braucht jetzt der Markt oder. Ja, ja. Ja, Susanne, dann bist du weggegangen. Du bist wieder nach Hause gegangen zu deinem neuen Büro, den du vor kurzem eingerichtet hast. Und du hast begonnen, auch weitere Resultate zu entwickeln für dein Geschäft. Und was ist schon seitdem VIP-Halbtag entstanden? Und was steht noch vor dir? Ich habe in unserem Vorgespräch gehört, du hast sogar eine kleine Gardasee-Reise abgesagt, damit du dich fokussieren kannst auf das, was noch kommen wird. Was so inspiriert bist du? Ja, ich war total inspiriert. Und dann ist erstmal passiert, dass ich gemerkt habe, oh, ich habe ja auch irgendwie viel zu tun und so. Und habe so gemerkt, diesen großen Wurf, also wirklich dieses Programm, das mir davor schwebt, wirklich dieses Gerüst zu entwickeln. Ich hatte ständig so viele Ideen und dann immer nur relativ kurze Zeitslots, wo ich dann mal Zeit hatte, mir einfach Notizen zu machen. Also, dass ich einfach meine Ideen irgendwie nicht verliere. Und dann habe ich mir irgendwann, dann wurde ich irgendwann so unzufrieden, dass ich mir gedacht, ich brauche einfach mal Zeit am Stück. Und das ist auch so, du hast mich so ermutigt, auch zu sagen, mach das einfach, mach so, wie du es brauchst. Manche Leute können das vielleicht gut, auch wirklich so ein Gerüst von was, wie von einem Buch oder so, auch wirklich in kleineren Zeitslots zu machen. Und ich kann das aber nicht. Ich brauche dann mal für das Gerüst einfach mal Zeit. Und dann habe ich mich wirklich total reingehängt und
Das war auch eine Herausforderung für mich, weil ich musste Sachen absagen. Ich hasse das. Nein sagen. Ja. Prioritäten setzen. Ja. Ich habe jetzt dieses Coaching mit Shelia, ja, das kostet ja auch Geld, das hat eine begrenzte Zeit und ich muss jetzt einfach meinen Fokus ganz da drauf legen. Ja. Und jetzt habe ich mir geschafft, 2 Wochen frei zu schaufeln. Ich habe eine Gardasee-Reise mit meinem Mann abgesagt. Der Arme. Ach nee, das ist... Überlebt er gut. Er findet es ja auch toll, wie glücklich ich bin. Also, ja. Und kann jetzt habe ich einfach mir die Zeit genommen und freue mich da total drauf, jetzt endlich dieses alles, was da ist. Ich habe ja auch, wir hatten ja auch schon geredet über technische Umsetzungsmöglichkeiten. Wie kann das dann gehen? Und jetzt darf ich 2 Wochen lang das endlich alles rauslassen. Ja, das ist auch wichtig, was du sagst. So, deinen eigenen Weg finden, diese Dinge umzusetzen. Nicht wie alle anderen Produktivität vorschreiben oder Effizienz oder whatever, ja, oder auch Strategie, sondern man darf sich wirklich ruhig fragen, wie ticke ich und was ist der beste Weg für mich, um mein Ziel heranzukommen, meine Resultate zu schaffen, was inspiriert mich denn eigentlich? Und das was ich bei dir so toll gefunden habe, ist, dass du das einfach gesehen hast und du bist in Aktion gegangen, du bist konsequent, du hast das umgesetzt und jetzt wird das einfach gemacht. Gell? Jetzt wird das einfach gemacht, ja. Ich habe auch schon so ein, eben, ich habe schon sowas in, also es ist schon so in mir drin und jetzt muss es irgendwie raus. Weil gerade schon im Vorgespräch gesagt, sonst platze ich jetzt dann. Ja, genau, dass du implodierst, das wollen wir ja nicht. Ja, ja, genau. Ach, so schön, Susanne. Und ich finde es so schön, dass wir das Gespräch haben konnten heute, weil ich kenne das. Das sind viele Leute da draußen, die stecken in einer ähnlichen Situation wie du. Wie du vorher zu mir ins Coaching gekommen bist oder vielleicht die vielleicht auch spüren in sich, dass sie ihren Weg gehen wollen, dass sie ihr Herz folgen wollen, dass sie vielleicht nicht wissen, wie das geht oder sie erlauben sich das nicht zu tun, weil alle anderen, keine Ahnung, irgendwelche andere Ratschläge geben. Und daher fand ich das heute sehr ermutigend, dass du das gesagt hast. Also danke herzlichst für das Gespräch und ich und ganz sicher die Zuschauer und Zuhörer wünschen dir alles, alles Gute, viel, viel Erfolg in den 2 Wochen, dass du von der Muse geküsst wirst weiterhin und dass du ewig große Freude hast bei der Entwicklung von diesen neuen Projekten und Programmen. Danke. Danke, Susanne. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao.